Danke. Ja, komm bitte. Hallo. 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 Hamburger Jung. Oh. Aus Barmbek. Einmal nur ganz kurz berühren, wollte ich als kleiner Junge machen. Oh. Sag mal, Andreas, war heute das letzte Bundesligaspiel wirklich? Das 301. erste Bundesligaspiel? Ja. War das heute wirklich das letzte? Das allerletzte. Friedel Rausch hat gerade gesagt, großer Spieler wie Andreas Bremer. Und er braucht immer ganze Kerle, keine Pastorensöhne. Nicht noch ein Jahr bei Gladbach dranhängen? Nein, am besten will nicht, ehrlich. Das hat jetzt nichts mit Borussia München-Gladbach zu tun. Ich meine, wenn man so viele Jahre Fußball gespielt hat und man ist auch in ein gewisses Alter reingekommen, dann sollte man irgendwann mal Schluss machen. Und das ist jetzt gerade der Höhepunkt. 37,5, also ich meine, Lothar Matthäus ist auch 37, nicht ganz so alt wie Sie. Ja, Lothar hat hervorragende Leistung geboten, ja. Und jeder sollte selbst wissen, wann er aufhört. Und ich war schon vor einem Jahr der Meinung, dass nach dieser Saison Schluss ist. Wenn wir damals leider, wo wir abgestiegen sind, habe ich schon gesagt, also danach mache ich noch ein Jahr, weil in der zweiten Liga kann man leider nicht aufhören. Ja. Das ist ganz klar, das war sowieso der absolute Tiefpunkt überhaupt für die ganze Bevor Region. Bevor wir dann wieder von Anfang, Andreas, lass uns eben gucken, das letzte Spiel. Ja. Wir haben noch gar nicht die Tore gezeigt. Gab es überhaupt ein paar Tore? Ja, es gab welche. Okay, gucken wir hin. Jörg von Thora macht das. Zwei Hamburger Jungs nehmen Abschied von der Bühne Bundesliga. Andi Brehme sagte Tschüss als Spieler, Uwe Seeler als Präsident. Der letzte Gruß von Haus zu Haus, ein altes HSV-Trikot aus den glorreichen 80er Jahren. Erstmals seit 19 Jahren war ein Spiel gegen Lautern wieder ausverkauft. Damals war es das Hamburger Meisterjahr. Für König Otto wurde es ein arbeitsreicher Tag. Nach 11 Minuten musste er schon das erste Mal wechseln. Cutlets ging wegen einer Achillessehnenreizung und Ballack kam für ihn. Abschied zum Dritten. Nach 18 Minuten der nächste Wechsel. Ratinho durfte noch mal ran, weil Andreas Bupp leicht angeschlagen war und vorsichtshalber auf die Bank marschierte. Zuvor war er noch an einer Szene beteiligt. Es ging locker zu, mit wenig Körperkontakt und viel Freizeitqualität. Das ist Jepsen gegen Buck. Dann Spörl zurück auf Jepsen und der wollte es noch einmal wissen in seinem fünften Spiel von Beginn an. Rüber auf die andere Seite, Lautern beim Freistoß mit Wagner. Und die Höchststrafe in solchen Situationen ist, wenn der Torwart den Ball fröhlich fängt. Wir sind kurz vor der Pause und erhöhen den Spaßfaktor. Zunächst aus Hamburger Sicht. Salihamidžić, herrlich freigespielt, kurz vom Rechten auf den Linken gelegt. Und die größte Möglichkeit für die Hamburger in Hälfte 1. 0:0 zur Pause. Thomas Riedel profilierte sich als Model für den neuen T-Shirt-Trend. Den besseren Fußball aber zeigte weiter der HSV. Ball abgefangen, schneller Konter im eigenen Stadion über Spörl. Er hat Raum, schaut, wo er hinspielen könnte, sieht Dembinski. Und der hält einfach mal drauf. Ein Riesentor, genauer ging es nicht mehr. Eine hochverdiente Führung für die Hamburger. Die Vorarbeit von Spörl, schön gesehen, dass Dembinski völlig frei steht. Und dann Sekt oder Selter. Mit dem Risiko drauf, Übung gelungen. Andreas Brehme dann noch ein letztes Mal als Kapitän. Er konnte es selbst kaum fassen. Er kam zu der Ehre, weil Sforza verletzt ausschied. So ganz kampflos wollte der Meister hier nicht untergehen. Und Olaf Marschall hatte ja immer noch die Torjägerkrone im Visier. Marschall war das mit seinem Schuss an den Pfosten. Der Meister setzte nach. Zweikampf Ristorf gegen Hertz. Da kommt der Lautrat zur Fall und das gibt Elfmeter. Gerecht, denn ganz am Ende berührt der Hertz noch den Fuß seines Gegenspielers. Olaf Marschall im Duell mit Butt. Drin ist er, 1:1. Der Ausgleich, 1:1 auch der Endstand. Das 21. Tor von Marschall. Am Ende stand dann noch eine ganz überraschende Aussage. In der Pfalz, wir haben schon genug letzte Woche getrunken. Ich gehe davon aus, dass wir werden nur heute Mineralwasser trinken. Das glaube ich, ja. Ja, aber weil in der Pfalz gibt kein Bier mehr, ist alles leer. Und damit wissen Sie auch, warum heute 30.000 Pfälzer wirklich nach Hamburg gekommen sind.